Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Stranded mit Baloui und Katze. Einer Mietskatze. Hallo, ich bin Baloui. Katze McCrash. Yeah. Baloui McMauli. Ist das nicht schön, dass das ständig crasht in letzter Zeit? Tja, Leute, wenn ihr eine Antwort habt, wenn ihr das Spiel selber spielt und wisst, woran das liegt, dann hau das mal in die Kommentare. Wir wissen nämlich nicht mehr weiter. Guck mal, Baloui, hast du meinen neuen Garten schon gesehen? Deinen neuen Nein, Garten? Nein, hier, wie ich das Feld angelegt habe, das meine ich mit neuen Ach, Garten. Dein Beet. Da. Oh, hast du einen Schutz? Warum ist da Lava? Warum? Das ist ein Schutz. Hä? Vor was willst du dich schützen? Vor uns? Was war denn das? Da ist keine Lava drin, die hat einfach nur das gleiche gemacht, was du auch gemacht hast. Die Lava darunter nicht abgesperrt. Nein. Aber warum? Das ist für die ganzen fiesen Mobs, die da kommen. Die kleinen hüpfenden Feuerdinger. Ach so. Ja, die kleinen Dinger sind da wirklich cool, coole Idee. Aber die können doch dort über den Block drüber springen. Also unten drunter. Die schaffen ja einen One-Block-Jump. Die sind ja nur eins hoch. Nein, schaffen die nicht. Ach klar. Ich finde das schön. Das ist halt ja kein einer Block. Das ist ja anderthalb Blöcke hoch. Ich finde es schön, was sie gemacht hat. Ja, Blauli ist halt leider verpflichtet, dir immer die ganze Zeit zu sagen, alles ist hübsch. Ich finde das nicht gut. Fies. Hast du das gehört? Ja. Hast du das er ist ein gehört? Arsch. Miri, bitte. Ich will vielleicht verhindern, dass der Server nochmal crasht. Meinst Katze du, das Ding ja, dass macht ich das? Ran. Deine Maschine macht das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Mehr. Aber die ist doch schon uralt. Die steht hier ja schon ewig. Ich habe jetzt einfach hast sie stehen gelassen. Hast sie du keine Axt? Sich nicht mehr. Ja, aber sie bewegt sich ja jetzt nicht mehr. Also ja, gut. Sollte ja dann jetzt Ende Gelände sein. Nichts bewegt sich, nichts reagiert, also lassen wir sie. Ja. Wenn ich sie denn nochmal brauche, kann ich sie mir immer noch holen. Genau. So, ich habe ein paar Level gesammelt, damit ich das hier tun kann. Kannst du eigentlich schon meine Gießkanne benutzen? Nee, leider ich, nicht. Die ich extra für dich mitgebracht habe. Funktioniert. Eins, zwei, drei. Pauli? Ja, das ist geil, ich hör's. Was funktioniert? Vier. Das hörst du. Katze sein Mechanical User funktioniert. So. Das ist schon mal ziemlich nice. Er ist aber ein bisschen lahm, wa? Aber er funktioniert. Reicht aber aus. Ja, ist doch geil. Das ich brauche einen deiner Bonsai-Trees. Möchtest du dir nicht selber einen eigenen bauen? Die sind nicht schwer, Katze. Mach dir einfach einen. Gemein. Jetzt bin ich gemein? Warum? Einfach dann. Ich glaube, unser Internet. Okay, jetzt war das aber. Ich glaube nicht, dass unser Internet abkackt. Katze? Hallo. Du hörst uns aber noch, ne? Oh. Ich bin vom Server geflogen. Ja, ich glaube, unser Internet stirbt gerade ein bisschen. Die hat eine Lage nicht mehr geredet. Oh. Waiting for Server. Oh oh. Er hat einfach Reset wahrscheinlich. Hilfe! Nee, ich glaube, unser Internet ist kaputt. Hilfe! Das Internet ist stirbt. Oh Mann! Das hatten wir aber schon lange nicht mehr. Das ist übel. Kommst Katze, du wieder hast du uns doch? Ja. Wir machen mal hier, glaube ich, einen kurzen Cut und restarten den Router. Bis gleich. Hallo Menschen, da sind wir wieder. Da war was kaputt gegangen. Oh Mann. Ja, läuft wieder. Oder auch nicht. Oder vielleicht sind wir auch einfach an einem anderen Tag, aber ist egal. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Nee, was ist passiert? Was ist zuletzt passiert? Was habe ich gemacht? Das ist eine gute Frage, Leute. Das ist eine echt gute Frage. Ich weiß ja nicht mehr, was ich gemacht habe zuletzt. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, Blauli. Ja, meine. Nein.
Ich habe meinen Garten-Kloschüssel angefangen. Wir hatten angefangen, das Wasser zu automatisieren mit dem Infinite Water Bucket, dem Mechanical User. Stimmt, den wollte ich mir angucken und dann hast du nämlich gesagt, nein, nein. Nein. Genau, nein. Ich hatte nämlich noch eine Idee, was anderes zusätzlich zu machen. Aber dann, Moment. Von hier unten soll Wasser kommen, oder? Ich habe da ja unten schon meine autarke Wasserproduktion. Hier läuft eh vollautomatisch schon alles. Achso, genau. Ich habe Wasser gebraucht. Für was habe ich Wasser gebraucht, Blauli? Latex? Richtig, ich wollte Latex-Entwicklung woanders hin tun. Und zwar wollte ich das in den Kompakt. Ich habe nur geraten. Ja, war richtig. Er sagt richtig. Ja. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich erinnere mich. Wo setze ich denn jetzt mein Blöckchen hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Genau, ich wollte mich nämlich um Eisenseeds kümmern, weil wir nämlich kein Eisen haben. So, genau das war nämlich das, wo ich stehen geblieben war. Genau. Bin ich gerade am überlegen, wo sollen wir es denn wirklich hin tun, Leute? Hüpf, hüpf, hüpf. Da hat jemand Brutzel gemacht, habe ich genau gehört. Ja, das war ich. Wie heißt der Scheißkristall nochmal hier? Der Scheißkristall? Ist aber nicht nett. Wir brauchen auch theoretisch ein bisschen Strom. Also wenn du willst, kannst du bei mir da hinten noch dran gehen. Ich habe da zu viel Strom eigentlich. Wo ist Strom bei dir? Das siehst du doch eigentlich, oder nicht? Ach, hier vorne, da hast du zu viel Strom? Ja. Der Kohlegenerator würde halt mehr als genug Strom erzeugen. Aber ich kann ihn halt nicht mehr verwenden und deswegen hat er sehr viel Leerlauf. Endlich. Dann setze ich hier, wo jetzt der Crafting Table ist, noch den Block daneben. Und mach das jetzt. Haben wir überhaupt genug Platz für alles? Also du kannst gerne bei mir da hinten, wo die Garden Lodges sind, kannst du es gerne erweitern. Also da habe ich kein Problem mit. Guck mal, ich habe dir was Leckeres gekocht, Baloi. Warum kochst du nur mir was? Was ist das? Weil Katze nicht da ist. Was ist das? Das ist salzig. Mm. Warte. Salziges Sharkfleisch. Ach, du Arsch, das vergisst mit ein. Ich habe es auch gegessen. Toll. Du musst das noch aufhängen, dann wird es essbarer. Hauptsache mich erstmal vergiften. Dankeschön. North, ich hab dir was South. Leckeres zu essen gemacht. Ich liebe dich nämlich eigentlich. Also North eigentlich muss ich nicht. Nehmen. Okay, North müssen wir nehmen, Leute. North. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ab hin. So, jetzt brauchen wir noch drei Eisen. Bestimmt geschmelzt. Genau, wir müssen dann die Konstruktion, jetzt müssen wir gerade echt mal aufbauen. Wir müssen gerade schauen, wie wir es machen. Ich würde sagen, ich stelle die so hin. Stelle den Singularity Tank hier hin. Dann Activate Block with Item, Right Click, Upper Left Slot Only. Warum arbeitet das ME hier nicht mehr? Warum arbeitet die Erzproduktion nicht mehr? Hä? Der Hammer arbeitet nicht mehr? Kein Strom? Was ist denn das? Doch, Strom ist drin. Aber er gibt es nicht weiter. Was hat Katze denn hier verbockt? Ich guck's mir gleich an, Blauli. Er übergibt es halt nicht automatisch. Ich mach das jetzt von Hand. Keine Ahnung. Schon ein bisschen strange. Keine Ahnung, hab's jetzt von Hand gemacht. Oh, okay, so rum nicht. Jetzt muss ich gerade echt mal überlegen, weil ich habe mir da kein Design oder so vorher überlegt. Ich würde fast schon so sagen. Katze, hast du zufällig noch 4 Eisen bei dir? Ich habe 2 und 2 Block of Iron bei mir. Ja, gibst du mir bitte 2 Eisen. 4 Eisen meine ich. Dann habe ich die Iron Seeds fertig. Für Iron Seeds würde ich sogar tun, ja. Wo ist Katze hin? Fort. Ich bin in dem Block drin. Ach so. Ah, da ist der Block. Ja, da komme ich leider nicht rein. Zünden ihn an. Miri, würdest du bitte reingehen und von Katze 4 Eisen holen? Ich habe das denn. Hatte Miri gerade die Idee, meinen Block anzuzünden? Nein. Das war bei Louis. Wir können ihn in Lava stellen. Du bist ja blöd, Miri, heute. Wir machen drumherum eine riesige Schlucht, wo er reinfällt. Cool. Und unten Punchy-Sticks oder so. Oder Lava. Was besser? Beides. Alles sehr verführerisch. Das beides nicht besonders nett. Doch, ich denke. Es geht nicht um nett sein.
Doch, es geht immer ums Netz. Das bringt dir Klicks, wenn du das in deinen Titel schreibst. Aber keine Klicks. Doch, Klicks. Wir leben. Klick, klick. Und dann kannst du noch einen Kreis auf Thumbnail machen und Pfeile und sowas. Ja, einfach ein bisschen, ja. Das machen wir für dich. Nur deswegen tun wir das. Genau. Ihr seid so gute Freunde. Ja. Wer uns als Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. So ist es nämlich. Da bin ich aber sofort dabei bei der Aussage. Komm schon, du willst es doch auch. Was? Sterben? Jo, ja, genau. Brennen. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Du willst auch brennen. Ich will auch brennen. So, ich komme jetzt raus und schlag euch. Nein, ich hab's dir vorhin gesagt, dass ich alle boxe immer. So. Du hast gesagt vor der Session, du tötest mich nicht. Töten nicht, aber ich hau dich. So. Dankeschön. Kartoffelsaft. Es gibt nichts Besseres zu essen. Kartoffelsaft darf ich nicht mehr essen. Jetzt machen wir nicht das Rezept kaputt, bitte. Fertig. Jetzt darfst du alles kaputt machen. Wir haben Iron Seeds. Das bedeutet Iron Krieg. Seeds. Das bedeutet, ich muss nicht mehr losgehen und Eisen sammeln. Nein, hoffentlich nie mehr wieder. Das hört sich doch witzig an. Nie wieder. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie ein bisschen Autocrafting hinkriegen. Die verschiedenen Infernium-Essenzen. Aber Katze braucht, glaube ich, noch, bis Autocrafting läuft, wird er wohl noch eine halbe Ewigkeit brauchen. Ja, ich bin ja dafür bekannt, allgemein sehr uneffizient zu arbeiten. Ja. Guck mal, eine Eisenessenz habe ich schon. Wuhu, zwei Eisenessenzen habe ich. Wuhu. Wow, 8 Stück geben, 4 Eisen. Katze, wie löst du das mit dem Autocrafting im Moment, mit den Erzen, dass sie zusammengecraftet werden? Analog Crafter da unten. Und den kann ich... Wo meinst du, würde jetzt gerade was nicht funktionieren? Hier, die Übergabe von dem Gravel rüber zum Dings, zum Sieb. Das ist nur, weil ich da in den Trichter was angeschlossen habe. Wenn das nicht dran wäre, würde nichts übertragen werden. Oh, Lava. Ja, da Lava. Ist auch keine Transfernote dazwischen, Blauli. Ja, aber warum? Also, du hast es halt aufgebaut, deswegen bin ich so verwirrt, warum das nicht mehr funktioniert und so. Die Transfernote dazwischen ist weg. Davor war da eine Transfernote. Ja, eine Flat-Transfernote. Ich weiß nicht, hast du es irgendwann abgebaut die letzte Zeit? Nein, eben nicht. Ja, ich halt auch nicht. Deswegen, es gibt wenig Sinn, dass die auf einmal nicht mehr da ist. Ich weiß, was es ist. Was denn? Miri war's. Viel! Ich denke, Miri war's nicht. Aua, 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 aua. Ich hatte Steine im Inventar. Das war notwendig. Wie funktioniert so ein Analog-Crafter denn eigentlich? Also siehst du doch hier unten. Komm doch einfach runter. Da muss ich aber ein Loch machen. Du legst das Rezept rein und dann easy. Gib ihm. Muss noch ein paar Einstellungen machen, aber dann passt das. Die Frage ist, ob sich das lohnt, an jede Garden Lodge sozusagen einen Analog-Crafter dran zu setzen, bevor... Kann er auch in die gleiche Kiste, wo er was raus und wieder was reintun? Der Analog-Crafter nimmt gar nichts aus Kisten raus. Ja, ich verstehe nur Bahnhof. Ich nehme jetzt mal einen Analog-Crafter und gucke mir das Ding an. Jo. Ich verstehe den nicht. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also du hast rechts die Gegenstände. Links. Links. Das ist links ein Crafting-Feld, das du genau anmachen kannst. Da mache ich dieses Rezept rein. Idealfall ja. Ah, und dann Sticky, damit es auf jeden Fall drin bleibt. So. Ah. Wie verhindere ich, dass in der Mitte was reingesetzt wird? Da, okay. Disable, hier darf nichts rein. Ah, cool. Jetzt will ich mal was ausprobieren. So, dann brauche ich Block Blazer, 3, 4 Stück. 4 Stück, um genau zu sein. Aber wir können uns dann auch langsam aber sicher langsam in der Abmaut begeben. Ich glaube. Die heutige Folge.
ihr das genug Platz? Was? Was da? Ja, wäre jetzt, wenn es gleichmäßig wäre und bis nach unten muss es auch noch erweitern, dass es genau auf die gleiche Höhe ist wie der Rest auch, so, dann ja. Reicht das? Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. Na gut, dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Wenn ja, dann guckt auch bei Baloui und oder Katze vorbei und kommt morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und bleibt schön feurig. Feurio. Tschüss.